Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 121 von Dienstag, dem 13. August 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast geht normalerweise jeden Dienstag über Modeling und NLP und den entsprechenden Blick auf die Welt. Und eigentlich kommt immer Dienstag ein Podcast raus und der erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast. Auf Spotify, auf Apple Podcast, auf YouTube. Manchmal kommen aber auch zwei Podcasts in einer Woche oder in einer Woche mal kein Podcast. Deswegen empfehle ich dir, dass du meinen Newsletter abonnierst unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Dann erfährst du immer gleich, wenn es einen neuen Podcast gibt. Heute geht's über das Thema Verbindung. Letzte Woche, da war ja das Podcast-Thema Vereinigung. Es könnte ja sein, dass du denkst, Vereinigung, Verbindung, das klingt doch beides sehr ähnlich. Und es klingt beides nach Beziehungsbereich. Und ja, nein. Also es ist ein großer Unterschied. Der Unterschied, und um den wird es heute auch sehr gehen, ist natürlich, wenn ich zwei Dinge miteinander vereinige, dann kommt was Neues dabei raus. Dann entsteht was Neues. Und die Idee von Vereinigung ist eigentlich in der Art, wie ich das letztes Mal beschrieben habe, dass ich das eine nehme und ich nehme das andere, zum Beispiel in Form eines Visual Squash oder Collapsing Anchors. Und dann bringe ich die beiden zusammen und verschmelze sie so, dass hinterher das eine nicht mehr ist und das andere nicht mehr ist und dafür ist was Neues. Das heißt, zwei ändern sich, damit was Drittes entsteht. Bei der Verbindung ist es jetzt so, wenn du zum Beispiel an die Mathematik denkst, dann gibt es den Punkt A und den Punkt B. Und dann kann ich eine Linie ziehen, die diese beiden Punkte verbindet. Aber das ändert nichts an den Punkten A und B. Das heißt, eine Verbindung ist etwas, wo zwei oder mehr Sachen eben miteinander verbindet und verknüpft werden, die aber in ihrer Identität dadurch im Grunde nicht angetastet werden. Und natürlich gibt es das im Beziehungsbereich, da wird es jetzt auch gleich ein bisschen drum gehen. Die Verbindung zwischen zwei Menschen ist da natürlich wichtig. Rapport, Kommunikation, alles drum und dran, was da dazu gehört. Aber das eigentliche Thema, um das es heute geht, ist Verbindung als Qualität des Erkenntnisbereichs. Im Sinne von Verbindung, Verknüpfung. Oder, wenn du ein schlaues, gebildetes Wort dafür haben möchtest, Assoziation. Bis heute geht es um das Thema Assoziation, Verbindung und Verknüpfung von zwei oder mehr Sachen miteinander. Erkenntnisbereich. Vielleicht sogar die Grundidee von Erkenntnis und die Grundidee von Denken. Spannend, oder? Und auf jeden Fall die Grundidee von Glaubenssätzen. Und auch ganz wichtig beim Thema Lernen. Das heißt, der heutige Podcast findet zu einem großen Teil im Erkenntnisbereich statt. Und du ahnst schon oder hast vielleicht das Gefühl, es könnte gut passen, nachdem wir letztes Mal die Vereinigung im Beziehungsbereich hatten und heute die Verbindung im Erkenntnisbereich, könnten wir doch nächste Woche irgendwas nehmen aus dem Handlungsbereich, oder? Was hältst du von Kraft? Das können wir nächste Woche nehmen. Aber heute geht's um das Thema Verbindung, Assoziation. Und wie NLPler halt so sind, ja, dann kann er das Wort Assoziation im Grunde nicht denken ohne das Wort Dissoziation. Man bewegt sich ja immer in so Spannungsfeldern. Was ist denn das Gegenstück zu verbinden? Vielleicht kennst du von der Eheschließung, was Gott verbunden hat. Das soll der Mensch nicht lösen. Ja, also eigentliche Wort wäre Entbindung. Aber da kommen wir, glaube ich, in einen anderen Bereich, wenn wir jetzt hier einen Podcast über Entbindung machen würden. Ich habe letzte Woche bei dem Thema Vereinigen gesagt, dass das etwas ist, was das NLP sehr auszeichnet und dass das Vereinigen im NLP eine große Rolle spielt und das eine Besonderheit vom NLP ist. Das würde ich heute gern auch sagen, kann ich aber nicht, weil die Idee von Verbindung und Assoziation ist eine so grundlegende und so weit verbreitete Idee, dass das definitiv nicht nur im NLP ist,
Vielleicht sogar im Gegenteil. Man könnte vielen NLPlern sagen, dass vielleicht noch mal ein bisschen gründlicher zu machen, stärker zu betonen. Also ein Beispiel dafür, ich mache ja auch Formatdesign, vor allem in der Ausbildung zum Master und zum Trainer. Geht es um die Frage, wie baut man ein NLP-Format? Und da gibt es einen Punkt, den ich immer wieder betone beim Formatbau und Formatanalyse, weil der wirklich erstaunlich oft zu kurz kommt. Und zwar: Verbinde dich mit der Ressource. Assoziiere dich mit der Ressource. Es gibt da normalerweise in jedem NLP-Format irgendwann einen Ressourcenanker. Da hatten wir es ja letzte Woche auch ein bisschen davon. Und es reicht nicht, diese Ressource nur zu bestaunen und sich an ihr zu erfreuen, sondern man muss ja auch mit ihr was tun. Und um mit ihr was tun zu können, muss ich mich mit ihr verbinden, muss ich mich mit ihr assoziieren, sodass das Ganze dann von der Ressource ausgeht. Das ist ohnehin eine spannende Frage, wenn du dir NLP-Veränderungsarbeit anguckst. Womit verbinde ich mich? Und wir können ja gleich mal auf Ebene 7 einsteigen und mit dem Wort Bindung ein bisschen mehr ins Lateinische gehen. Dann kommen wir nämlich auf das Ligamentum. Das ist das Band und damit auch verwandt ist das Wort die Religio, die Religion. Weil die Religion ist das, womit du verbunden bist, das, woran du angebunden, angeknüpft, gehalten bist. Also Religion ist die Idee, dass du hoffentlich vor allem in schwierigen Augenblicken des Lebens noch irgendwo eine Verbindung hast zu etwas Höherem, zu einem Ebene 7 Wert, zu einer Ebene 7 Energie. Und aus dieser Verbindung oder durch diese Verbindung durchaus Kraft schöpfen kannst. Das ist so der eigentliche Gedanke von Religion. Ich denke damals gerne dran, wenn viele in der ESO-Szene so in einem sehr großgestigen Tonfall sagen, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Ja, da denken die Leute bei Religion meistens an Kirchen. Und ich verstehe durchaus, dass man beim gegenwärtigen Zustand der Kirchen in unserem Land sich davon ein bisschen abkehrt. Areligiös zu sein, also unverbunden, unangebunden, fände ich jetzt gar nicht so erstrebenswert. Also ich wäre gerne spirituell und religiös. Das heißt, ich hätte gerne irgendeine Idee von einem etwas, von einem geistigen Prinzip, in dem ich mich befinde. Transzendenz ist da das entsprechende Wort. Und ich fände es auch schön, wenn ich mit irgendetwas verbunden bin, mit etwas Höherem, also eine Religion habe. Dass das keine von den klassischen Kirchen sein muss, versteht sich von selbst. Der Supermarkt ist groß genug, um sich da alles Mögliche zu finden. So, die Verbindung, wie gesagt, im NLP gibt es in verschiedenen Ideen. Ich handle mal ganz kurz den Beziehungsbereich ab, weil den hatten wir letzte Woche ausführlich. Da geht es natürlich um Rapport. Also damit zwei Menschen miteinander kommunizieren können, brauchen die erstmal eine Verbindung, auf der Informationen ausgetauscht werden können. Und von daher finde ich es auch wichtig, hier nochmal zu unterscheiden zwischen Verbindung und Verschmelzen. Also wenn ich mich mit einer Person wirklich im Beziehungsbereich mit der Beziehungsenergie treffe und wir werden eins und wir haben zum Beispiel jetzt, wenn man es als Modeling-Idee macht von den Liebenden, eine wirkliche Tieftrance-Identifikation, sodass die Grenzen sich auflösen und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ende ich, wo beginnst du. In so einem Augenblick würden, glaube ich, die wenigsten Leute davon sprechen, dass wir eine gute Verbindung haben, dass wir einen guten Draht zueinander haben. Da ist kein Draht mehr. Da ist auch nicht mehr du und ich. Da ist eins Neues, ein Erlebnis. Und davon finde ich schon unterscheidenswert, das, was wir auch im letzten Erlebniswochenende gemacht haben, nämlich die Verbindung, gerade die Verbindung zwischen zwei verschiedenen, also gerade wenn du anders bist als ich und ich bin anders als du und wir wollen aber trotzdem irgendwie was zusammen erkennen, machen, fühlen, wie auch immer, dann brauchen wir eine Verbindung gerade wegen unserer Unterschiede und zwar eine Verbindung, die uns einerseits erlaubt, dass wir beide wir selbst bleiben, also du bleibst du und ich bleib ich. Und trotzdem gibt es da eine Verbindung,
auf der ein Austausch stattfinden kann, wo wir uns was mitteilen könnten, wo wir kommunizieren können. Da gehe ich jetzt nicht auf das Wort ein. Das Wort Kommunikation hat auch eine sehr spannende Wortgeschichte. Ich habe dazu mal einen Podcast gemacht. Ich kann ihn unten drunter verlinken, welcher das war. Das war der Podcast zum letzten Erlebniswochenende. Da habe ich die Wortgeschichte von Kommunikare angeguckt, was auch sehr spannend ist im Thema, was uns verbindet. Das ist jedenfalls der Gedanke der Verbindung im Beziehungsbereich. In dem Podcast soll es jetzt vor allem gehen um die Idee der Verbindung im Erkenntnisbereich. Also die Assoziation im Sinne von Verknüpfung, Verlinkung würde der Internetmensch sagen, wobei ein Link ist auch bloß eine Verknüpfung. Das eine führt zum anderen. Man kommt vom Hölzchen auf Stöckchen. Das ist natürlich auch ganz wichtig für Smalltalk, für jede Art von Assoziation, von freier Assoziation. Da geht es halt darum, dass du Verbindungen, also von einem Gedanken zum nächsten Gedanken, assoziiert man also fröhlich vor sich hin. Und das ist der Beginn, wenn es gut geht, des Denkens und der Weisheit. Und wenn es schlecht geht, der Beginn des Wahnsinns. Da kommen wir auch gleich drauf. Es hat viel zu tun mit Erkennen, weil die Welt zu erkennen bedeutet zum Teil eben einfach Verbindungen zu sehen. Und von daher, es gab irgendwann in der Menschheitsgeschichte zum Beispiel mal einen Punkt, wo Leute erkannt haben. Also, oder andersrum gesagt, es gab bis zu einem gewissen Punkt hatten die Leute Spaß an Sex. Also ich gehe davon aus, dass sie Spaß an Sex hatten. Und manchmal kamen Kinder auf die Welt. Ja, dazwischen liegen 9 Monate. Und wenn man viel und regelmäßig Sex hat und ja nicht jedes Mal funktioniert, dann ist es verständlich, dass es schon eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis den Leuten klar geworden ist. Ach, guck mal, da gibt es eine Verbindung zwischen zwei Ereignissen. Das eine Ereignis ist, eine Frau und ein Mann haben Sex miteinander. Und das andere Ereignis, ungefähr 9 Monate später, ist, ein Kind wird geboren. Und das ist eine typische Verbindung, mit der man sich die Welt erklärt. Und das ist im Grunde das, was NLP einen Glaubenssatz nennt auf Ebene 4. Weil die meisten Glaubenssätze, die wir haben, nennen wir ja nicht Glaubenssätze, die nennen wir Überzeugung oder Wissen oder Wahrheit oder sowas in der Richtung. Und du wirst kaum einen Glaubenssatz finden, in dem nicht irgendwelche Dinge miteinander verbunden werden. Weil das ist die Grundidee von Glaubenssätzen, dass zwei oder drei Dinge miteinander verbunden werden, auf irgendeine Art, die funktioniert. Und als Beispiel für so einen Glaubenssatz, ich habe mal vor langer Zeit gelesen, dass es wohl irgendein Volk, irgendeinen Stamm in Afrika gibt, die im Grunde durchaus wissen, dass zwischen Sex und der Geburt des Kindes 9 Monate liegen. Aber die haben noch was anderes entdeckt. Und zwar, die haben entdeckt, dass es manchmal hervorkommt, dass ein Mann lange Zeit weg ist, auf einer Reise oder auf einer Jagd oder was weiß ich, wo der weg ist. Er ist jedenfalls über Wochen und Monate weg, der Mann. Und dann kommt er wieder nach Hause zu seiner Frau und die beiden haben sich ganz dolle lieb und haben sich ganz dolle vermisst und darum haben sie Sex miteinander. Und dann fiel diesen Leuten, diesem Stamm auf, dass in dem Fall manchmal das Kind schon nach 4 oder 5 Monaten auf die Welt kommt. Aha. Und die erklären sich das so, dass es daran liegt, dass dieses Kind sich besonders freut, seinen Vater kennenzulernen. Ich finde, das ist eine schöne Verknüpfung. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendeine andere Erklärung dafür hättest, wie das ist, dass wenn eine Frau monatelang alleine ist in dem Stamm und dann kommt der Mann und die haben Sex, das Kind schon nach 4 oder 5 Monaten kommt. Also ich glaube, die Erklärung, die diese Leute da gefunden haben in Afrika, ist zumindest eine, die auf einer sozialen Ebene eine Verknüpfung ist, eine Erklärung ist, die allen Leuten gut tut. Also dem Papa und der Mama und dem Kind. Und weißt du, bei Glaubenssätzen, bei Verknüpfungen ist ja immer nur so, dass bei den Glaubenssätzen anderer Leute fällt einem auf, wie komisch die sind. Bei den eigenen eher nicht so. Also diese typischen Glaubenssatzverknüpfungen sind, das eine bedeutet das andere. Wenn du Erfolg hast, dann bist du sowas in der Richtung. Dann gibt es Glaubenssätze über Begründungen. Das ist so, weil, dann wird also was Gegenwärtiges mit was Vergangenem verknüpft. Dann gibt es Verknüpfungen in die Zukunft. Dass das so ist, dass das so und so ist, daraus ergibt sich, dadurch wird möglich oder unmöglich. Aber du wirst im Grunde keinen Glaubenssatz formulieren können, in dem nicht mindestens 2 Dinge miteinander verknüpft werden. Bei Werten geht das, weil du kannst als Wert sowas nehmen wie Erfolg. Erfolg ist erstmal ein Wort und es taugt als ein Wert. Und da brauchst du überhaupt nichts verknüpfen. Aber schon wenn ich dich frage, was ist ein Erfolg?
dann könnte sein, dass die ersten Verknüpfungen kommen. Und jetzt, wenn du irgendwelche Bullshit-Glaubenssätze machen willst, die du hinterher bei Instagram auf irgendwie bunten Kacheln machen kannst, ist der Trick ganz einfach. Du musst nur zwei emotionale Begriffe, die beide nicht wirklich viel bedeuten, miteinander verknüpfen. Und dann kannst du sowas sagen wie: echter Erfolg kommt aus Liebe. Das ist natürlich Bullshit, das bedeutet überhaupt nichts, weil die Frage Nummer eins ist: Was ist eigentlich jetzt echter Erfolg verglichen mit Erfolg? Was heißt kommt aus und was meint man mit dem Satz eigentlich mit Liebe? Aber wenn du das halt entsprechend aussprichst, echter Erfolg kommt aus Liebe, dann könnte es sein, dass du ein paar Leute damit tierisch beeindrucken kannst. Du kannst auch zwei oder drei Dinge miteinander verbinden, dass du sowas sagst wie: Was weiß ich, Erfolg ohne Wahrheit ist Schande. Das ist einfach nur zusammengebastelt von drei Worten, die bedeutsam tun. Aber vielleicht merkst du schon, dass jetzt das kommt, was unser Gehirn so gerne macht: Mustererkennung. Und Mustererkennung ist ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, ein visuelles Beispiel, wenn ich an die Flipchart gehen würde und ich würde da drei Punkte hinmalen in einer bestimmten Form. Also den einen vielleicht, wenn du dir eine Uhr vorstellst, würde ich den einen Punkt malen bei 12 Uhr, den anderen bei 4 Uhr, den dritten bei 8 Uhr. Das sind da drei Punkte. Und ich frage die Leute: Was ist das? Dann sagen ein erstaunlich großer Teil: Es ist ein Dreieck. Das stimmt aber nicht, weil es sind drei Punkte. Ist aber so, dass unser Gehirn Mustererkennung liebt. Wir haben da einen ganz großen Teil im Gehirn, der das übernimmt. Und Mustererkennung besteht einem einfach daraus, Verbindungen zu sehen an Stellen, wo da vielleicht gar keine sind. Aber wir sehen sie halt. Und drum sind da drei Punkte, aber du siehst ein Dreieck. Drum sind da bestimmte Lebensereignisse und du siehst Bedeutungen. Da sind bestimmte Lebensereignisse. Du siehst Ursachen und da sind bestimmte Lebensereignisse und du siehst Konsequenzen daraus. Und das ist diese ganze Welt der Verbindungen, Verknüpfungen, Assoziationen, zum Teil auch Chunk-Sideways, wie es NLP sagt. Damit erklären wir uns die Welt. Damit erkennen wir die Welt. Und so findet auch Lernen statt, weil, das habe ich von Klaus Marwitz gelernt und ich fand das einen sehr spannenden Gedanken. Klaus Marwitz hat in seinem Seminar Alpha Reading erzählt, dass bei das Gehirn ab Beginn der Pubertät, und ich vermute mal, dass wenn du diesen Podcast hörst, bist du schon an dem Punkt gewesen. Also das Gehirn ab Beginn der Pubertät lernt Neues nur noch, indem es das Neue an Vorhandenes knüpft. Anknüpft. Das heißt, das Gehirn häkelt da immer so weiter vor sich hin. Da kommt auch das Birkenbeelsche Wissensnetz mit rein. Das hat ja auch diese Metapher, dass da immer weiter angeknüpft wird. Und drum ist in der Gehirn-, Gedächtnis- und Lernforschung auch so ein schöner Satz. Ich zitiere mal die Version von Manfred Spitzer. Also, man weiß es, man kann es aber nicht erklären, wie das dazu kommt, dass das Gehirn niemals voll ist. Also, es scheint sich um ein etwas mit unbegrenzter Speicherkapazität zu handeln. Aber das Verrückte ist, und da fehlt noch mehr die Erklärung, es sieht so aus: Je mehr drin ist, umso mehr passt noch rein ins Gehirn. Weswegen Manfred Spitzer in seinen Vorträgen auch mit Recht darauf hinweist: Wenn du am gewissen Alter, so um die 14 ist das, zu wenig im Gehirn hast, dann hast du Schwierigkeiten, weil dann passt zu wenig Neues rein. Und Manfred Spitzer erklärt das gerne mit der Metapher. Er sagt: Stell dir zwei Leute vor. Der eine kann 10 Sprachen, der andere kann eine Sprache. Welcher von beiden lernt die nächste Sprache schneller? Der eine spielt 10 Instrumente, der andere spielt ein Instrument. Welcher lernt das nächste Instrument schneller? Der eine beherrscht 10 Werkzeuge, der andere beherrscht ein Werkzeug. Welcher lernt das nächste Werkzeug schneller? Und du merkst in all diesen Beispielen, wir gehen selbstverständlich davon aus, dass wenn jemand bereits 10 Sprachen kann, dass er dann die 11. leichter lernt, wie jemand, der eine Sprache kann und die zweite Sprache lernt. Das ist interessant, weil man könnte sich doch bei dem ersten denken: Naja, also dessen Speicher Platz für Sprache müsste bei 10 Sprachen doch eigentlich voll sein, aber das Gegenteil ist der Fall. Man hat sogar das Gefühl, je mehr Sprachen der kann, desto leichter lernt er die nächsten Sprachen. Es ist spannend, verrückt, aufregend. Und es liegt irgendwie daran, dass eben die 11. Sprache auf Strukturen im Gehirn zurückgreift, Strukturen nutzt, sich mit diesen Strukturen verknüpft, die schon da sind und bei denen man
weitermachen kann. Was du an dieser Stelle auch verknüpfen kannst, ist das Hebbsche Gesetz. Das ist ein Gehirnforscher, der hieß Hebb. Und von dem stammt die spannende Beobachtung, dass Neuronen, die sich verknüpfen, synchron feuern und dass Neuronen, die synchron feuern, sich miteinander verknüpfen. Und so ergeben sich neuronale Muster, die im Gehirn funktionieren. Und was wir im NLP machen, in Veränderungsarbeit, sind häufig eigentlich nur solche Verknüpfungen ändern. Das ist sozusagen der Teil, wo das neurolinguistische Programmieren dann wirklich programmiert. Und zwar nehmen wir an, irgendjemand hat ein, ich mache mal ganz simpel mit dem Collapsing Anchors, nehmen wir mal an, irgendjemand hat einen negativen visuellen Anker. Ich bleibe bei dem Beispiel von letzter Woche, eine unaufgeräumte Küche. Und diese unaufgeräumte Küche ist ein Trigger, ein Anker und löst zum Beispiel Unlustgefühle aus. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung, visueller Input, unaufgeräumte Küche, kinästhetische Reaktion, Unlustgefühl. Jetzt machen wir NLP Collapsing Anchors, indem wir zum Beispiel starke Lustgefühle aktivieren. Jetzt, wenn wir das machen, passiert Folgendes, und es passiert quasi immer, nämlich solange du an die Küche denkst, wirst du es praktisch nicht schaffen, Lustgefühle zu entwickeln. Wenn es dir aber über einen Separator, also über eine kleine Ablenkung, möglich ist, Lustgefühle zu entwickeln, dann denkst du nicht mehr an die Küche. Also sobald du wieder an die Küche denkst, sind die Lustgefühle weg. Und dann denkst du wieder an die Lustgefühle, dann ist die Küche wieder weg. Das heißt, mit anderen Worten, in deinem Gehirn ist so, dass du am Anfang des Veränderungsweges kannst du entweder an die Küche denken oder an die Lustgefühle. Und jetzt kommt halt die NLP-Technik, Collapsing Anchors, Change History, Safe Nurturing, wie auch immer die heißen. Alle haben sie die gleiche Idee, nämlich die Idee einer Verknüpfung. Das heißt, wir müssen irgendwie hinbekommen, dass du einmal lange genug sowohl den Anblick der Küche siehst, als auch Lustgefühle empfindest. Und jetzt ergibt sich ein Umankern und das Gehirn lernt eine neue Verknüpfung, einen neuen Weg. Das heißt, das bekannte Lustgefühl, was du ja vorher schon kanntest, sonst hätte man sich aktivieren können, ist jetzt auch verknüpft mit dem Anblick der Küche. Das heißt, du kannst jetzt vom Anblick der Küche, weil die Verknüpfungen existieren, sowohl zu Unlust als auch zu Lust gehen. Und weil du nicht doof bist, wirst du natürlich normalerweise den Weg zur Lust bevorzugen. Und nachdem die Küche mit der Lust verknüpft ist, hast du jetzt auch einen weiteren neuen Weg, um an Lustgefühle ranzukommen. Du musst nur einfach in deine Küche denken, so nach dem Motto, ach Liebling, sag mir was Schmutziges, Küche! In diese Richtung geht das Ganze dann. Und ich habe ja vorhin gesagt, es geht um Punkt A und Punkt B und eine Verbindungslinie dazwischen. Das heißt, wenn es dir gelingt, Küche aufräumen mit Lustgefühlen zu verknüpfen, dann wird das nicht dafür sorgen, dass deine Küche verschwindet. Die ist weiterhin da. Und genauso wenig verschwinden deine Lustgefühle. Die sind weiterhin da. Es gibt nur jetzt eine Verbindung zwischen Küche und Lustgefühle. Das heißt, was NLP in Veränderungsarbeit macht, ist normalerweise, dass wir bestimmte Trigger, Zustände, Erinnerungen, die vor der Veränderungsarbeit als einschränkend, belastend, wie auch immer empfunden werden, neu verknüpfen und zwar mit Zuständen, die als ressourcevoll bewertet und erlebt werden. Und wenn die Verknüpfung da ist, wird sie halt einfach auch genutzt. Und das ist im Grunde das Grundgeheimnis aller NLP-Techniken. Es ist nur manchmal so schwer herauszufinden, was ich womit verknüpfen muss. Also was ist der Trigger, den ich als einen Punkt brauche? Was ist die passende Ressource oder was sind die passenden Ressourcen, die ich als was anderes brauche? Und welche Verknüpfung zwischen diesen beiden Dingen funktioniert eigentlich überhaupt? Dass man manchmal wirklich lange rumtüftelt, bis man es endlich schafft, diese Verknüpfung, dieses Verhäkeln zu machen zwischen diesen beiden Sachen. Und NLP ist ja die Methode des Erkenntnisbereichs, also ich habe mehrmals schon gesagt, das hast du an dieser Stelle auch ganz deutlich. Das heißt, wir verknüpfen. Wir arbeiten ganz stark auf Ebene 4 und aufwärts, ein bisschen noch auf Ebene 3, aber ganz stark da oben, weil wir halt Verknüpfungen schaffen. Und von daher ist es eigentlich immer auch ein bisschen Glaubenssatzarbeit, was wir machen. Das ist
Ein ganz altes und ganz wichtiges Thema. Also David Hume, ein schottischer Philosoph, der schon vor langer Zeit gelebt hat, der hat geistige Gesundheit wirklich definiert mit der Fähigkeit, sinnvoll zu verknüpfen, wo man nicht sofort als Konstruktivist sagen kann, ja, lieber David Hume, was ist jetzt nach deiner Meinung sinnvoll und was ist nach deiner Meinung sinnlos? Und für David Hume war der Wahnsinnige jemand, der unberechenbar und frei verknüpft hat. Das ist spannend, ne? Eine freie Verknüpfung war für ihn Wahnsinn. Und das erklärt ganz schön, wieso Genie und Wahnsinn klassischerweise zusammenhängt. Und an dieser Stelle, zum Abschluss, gehe ich noch gerne mal drauf ein, auf die Idee, die Frau Birkenbiel so wichtig war. Sie hat die von Arthur Koestler. Der hat neben der Assoziation auch noch die Bisoziation definiert. Und eine Bisoziation ist nach Arthur Koestler, wenn jemand zwei Sachen, ich übertreibe mal ein bisschen und mach's mal echt pathetisch, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit verknüpft. Weil eine Assoziation nach Arthur Koestler ist es so, dass du eine Verknüpfung nutzt, die üblich ist, also sozusagen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich meine, dass ein Hölzchen und ein Stöckchen irgendwie miteinander Ähnlichkeiten haben. Ja gut, da wäre man jetzt nur fast auch noch selbst drauf gekommen. Wenn du aber vom Hölzchen auf den Logarithmus kommst, dann könnten viele Leute sagen, sorry, aber da sehe ich jetzt gerade keinen Zusammenhang. Das heißt, in dem Augenblick, wo zwei Dinge miteinander verknüpft werden, die bis dahin üblicherweise nicht verknüpft waren, das ist eine Bisoziation. Und das ist jetzt halt interessanterweise nach David Hume Wahnsinn und nach Arthur Koestler und Birkenbiel die Grundidee von Genialität, von superkreativem Denken. Und ich glaube, der Unterschied zwischen der wahnsinnigen Verbindung und der genialen Verbindung ist halt die Frage, kannst du die Verbindung erklären auf irgendeine Art, wo andere dann, wenn sie es hören, sagen, ja, das ist jetzt genial. Also da wäre ich ja nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo ich es höre, verstehe ich es und ich finde es genial. Das Beispiel, was Frau Birkenbiel sehr gerne gebracht hat, ist das von einem New Yorker Taxifahrer. Eine Geschichte, die sie sehr beeindruckend fand, deswegen erzähle ich sie gerne ihr zu Ehren. Und zwar hat sie gesagt, man muss dazu wissen, dass im Englischen das, was wir Fahrgast nennen, Fuhre heißt. Das heißt, das Wort Fahrgast existiert im Englischen nicht. Und darum war es für diesen Taxifahrer eine Bisoziation, dass er sich überlegt hat, wie wäre das eigentlich, wenn ich meine Fuhre betrachten würde wie einen Gast? Wie würde ich einen Gast bei mir zu Hause oder in meinen Räumen empfangen? Und daraufhin hat er das Taxi entsprechend ausgestattet, hatte Getränke da und so was und hat die Leute gefragt, welche Musik möchten sie denn hören und so weiter und so fort. Das heißt, er hat die Idee der Fuhre mit der Idee des Gastes verknüpft und kam auf die Art auf ganz neue Denkwelten. Lustig ist, in Anführungszeichen, wieso in Deutschland, wo das übliche Wort ist, von Fahrgast zu reden, man meistens überhaupt nicht wie ein Gast behandelt wird, sondern eher wie eine Fuhre und manchmal sogar noch eine Abfuhr bekommt. Genau. Natürlich gibt es auch Verbindungen, Verknüpfungen im Handlungsbereich, nämlich dass du zum Beispiel weißt, dass wenn du mit dem Hammer auf ein Glas draufhaust, das hinterher kaputt ist. Das heißt, du machst was und daraus ergibt sich was. Aber diese Verknüpfungen sind so, dass wenn sie irgendeinen Sinn haben sollen, dann kommen sie entweder aus einer vorhandenen Verknüpfung im Erkenntnisbereich oder sie führen zu einer Verknüpfung im Erkenntnisbereich, weil ansonsten wäre es eben wirklich ein völlig erratisches, verrücktes, sinnloses, zufälliges Tun, wo man überrascht ist, ja, was passiert denn da? Denn der eigentliche Weg der Erkenntnis- und Weltbeherrschung geht ja auch im Psychografie-Dreieck vom Beziehungsbereich über den Erkenntnisbereich in den Handlungsbereich. Das heißt, der Beziehungsbereich, und damit beginnt es halt immer, ist, dass ich das Ganze erstmal wahrnehme, also normalerweise halt die Welt wahrnehme, dann
kommt im Erkenntnisbereich die Erkenntnis im Sinne von, ich entdecke bestimmte Muster, ich merke, dass sich bestimmte Sachen wiederholen, ich merke, dass auf das eine regelmäßig das andere folgt. Das heißt, ich beginne Muster zu erkennen, ich sehe Verknüpfungen. Und wenn ich dann so im gewissen Kindesalter oft genug die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich etwas loslasse, es auf den Boden fällt, ab dann kann ich absichtlich zielgerichtet Dinge loslassen, damit die auf den Boden fallen. Und wenn ich dann beispielsweise irgendwann mal einen Luftballon in die Hand bekomme, der mit Helium gefüllt ist, und ich lasse den los und hui, der fliegt nach oben. Und ich mache eine Wahrnehmung, die mit meinen Glaubenssätzen nicht in Einklang zu bringen ist. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich sage, der Luftballon ist eine krasse Ausnahme, ich ignoriere den einfach. Oder ich muss jetzt eben meine Glaubenssätze, mein Wissen über die Welt erweitern und herausfinden, ja, warum geht dieser Luftballon nach oben statt nach unten? Und so kommt dann dieser Zyklus in Gang, den Eric Ries in Lean Company so schön nennt, Bauen, Messen, Lernen. Also er beginnt im Handlungsbereich. Er sagt, wir bauen ein Experiment, wir messen dann, was sich ergibt, also Beobachtung der Welt, und dann lernen wir und machen bessere Modelle. Oder noch eine dritte Möglichkeit, das Gleiche zu erzählen, das ist meine Lieblingsdefinition, was ist Wissenschaft? Da heißt es, die Wissenschaftler beobachten die Welt, also WAKOG im Beziehungsbereich, und dann entwickeln sie mentale Modelle, um sich diese Welt zu erklären, Erkenntnisbereich. Dann treffen sie innerhalb dieser Modelle Vorhersagen, was denn passieren wird, wenn sie das und das tun, immer noch Erkenntnisbereich. Dann tun sie es, Handlungsbereich. Und dann beobachten sie, wieder Beziehungsbereich, ob das denn auch passiert, was jetzt dem Modell nach eigentlich hätte passieren müssen. Und dann geht es wieder weiter im Erkenntnisbereich. Jetzt wird das Modell entweder mit einem Häkchen versehen oder verbessert. Und du kennst ja vielleicht diesen berühmten Satz von Albert Einstein, der angeblich mal irgendwann meinte, wenn die Beobachtung nicht mit der Theorie übereinstimmt, umso schlimmer für die Beobachtung. Das ist dann auch die Stelle, wo Verknüpfung in Wahnsinn übergeht, dass wenn ich meine mentalen Modelle habe und die Wirklichkeit weigert sich an diese Modelle zu halten, was schert mich die Wirklichkeit, ich verteidige meine Modelle, dann wäre das sogar, nach David Hume, eigentlich genau die andere Art von Wahnsinn, nämlich dass ich meine vermeintlich sinnvolle Verknüpfung beibehalte, obwohl sie eigentlich inzwischen sinnlos ist. Aber ich habe so das Gefühl, das Ganze ruft beinahe schon nach einem irgendwann nochmal extra Podcast zum Thema Glaubenssätze. Das würde dann hieran anknüpfen, an das Thema Verknüpfen. Aber jetzt lösen wir die Bindung und entbinden diesen Podcast, bevor ich mich in irgendwelchen Metaphern verlaufe. Immerhin verbindet dieser Podcast den von letzter Woche, die Vereinigung im Beziehungsbereich, mit den von nächster Woche, mit der Kraft im Handlungsbereich. Und von daher hoffe ich, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder in diesem Podcast. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.